Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Nachdem wir die letzte Folge ja so recht lange überzogen haben, werde ich versuchen, diesmal ein bisschen besser auf die Zeit zu achten. Und wir sind hier immer noch irgendwo in der Fabrik vom Hutmacher und diesmal mit jeder Menge Zeug, das schmilzt und bäh ist. Aber ich will darüber, nicht darunter. Ich will darüber, nicht darunter. Da war nämlich noch ein Fläschchen. So. Kann ich jetzt... Kann ich jetzt... Was kann ich denn jetzt? Ich kann jetzt hier rüber. So. Hi, Kätzchen. Betätige den Hebel, um das Metall zu kühlen. Okay, Hebel betätigen. Um von geschmolzen nach kühl zu kommen, Hebel umlegen. Jawohl, Hebel umlegen, schon klar. Er ist tot. Okay. Ja, ich weiß, dass ich dahin muss. Ich weiß es doch. Und da ist noch so ein blöder Teekessel-Dingens. So. Immer schön mit dem Pfeffer ins Auge und dann wird alles gut. Ich wollte ja immer noch nach der Waffenerweiterung gucken. Ah, das kommt davon, wenn man einfach so hingerissen ist von so einem Spiel. Das mache ich jetzt als erstes. Waffen. Pfeffermühle, schneller hin, die ein heftiges Niesen verursacht. 400, 600. Spare ich noch auf die Vorpalklinge? Das ist nicht mehr viel. Ich spare noch einmal auf die Vorpalklinge. So, Ventil drehen. Ist aber kein Hebel, ist ein Ventil. Ich sollte doch einen Hebel umlegen. Ah, okay. Ob das jetzt unbedingt besser ist? Aber ich kann jetzt darüber. Was bringt mir das denn? Und will ich da überhaupt rüber? So. Komm, kühl ab. Ich kann da unten Zähne sammeln. Das ist doch schon mal...
Sollte ich vielleicht doch die Pfefferkanone updaten? Ich muss auf jeden Fall. Da ist eine Schweinenase. Geht kaputt. Ja. So, und jetzt hole ich mir die Schweinenase hier unten. Fläschchen hat's mir gebracht. Ich weiß noch gar nicht, wofür die Fläschchen eigentlich gut sind. Na, aber ist egal. Alles, was wir jetzt sammeln, ist gut. Und da sind noch Zähne. Denk dran, Alice, verdamme nicht Dunkelheit und Kälte, wenn du nachts in der Bibliothek bist. Mhm. Ein Ladebildschirm. Upgrade erhöht die Feuergeschwindigkeit der Pfeffermühle. Okay, okay, gut zu wissen. Ich will die Zähne. Da ist ein Schalter. Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten und reite auf den Luftströmen nach oben. Kann ich eine Bombe legen? Haha. Zähne. Jetzt kann ich mir aber upgrade. Bevor ich das wieder so ewig lang vergesse. Ja, möchte ich. So. Beenden. Okay. Bringt mir nicht wirklich was hier. Oder zumindest noch nicht. Wer weiß schon, was mir das alles bringen kann irgendwann. Nein, das war... Da ist ein Schalter. Den kann ich doch bestimmt von hier, sag ich doch. Okay. Zähne, gib mir Zähne. Haha, hab ich's mir doch.
Da muss ich eine Bombe drauflegen. Gehe ich mal von aus. Yep. Und dann kann ich hier speichern. Und es heißt, eine Katze habe 9 Leben, Alice. Ich hoffe, du hast ähnlich viele. Natürlich habe ich ähnlich viele. Ich ahne schon, wo das Ganze hinführen wird hier. So. Umschauen, da oben ist ein Fläschchen. Das will ich natürlich haben. Erstmal den jetzt hier. Dann kommst du dran. Und dann hole ich mir erstmal das Fläschchen. So. Schauen wir uns hier um, genau. Da ist doch was versteckt. Ah, da ist irgendwas Fieses. Fläschchen da. Oder meinte das, okay. Aber ich muss jetzt anscheinend doch hier rüber. Hui. Wieso? Alice. Wieso bleibst du an der blöden Kante da hängen? Da kann jeder drüber gehen. Heute endet die Verrücktheit des Hutmachers. Okay. Du bist hier nicht willkommen. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und du bist ein unerträgliches Ärgernis. Manche mögen es heiß, aber keiner mag es so heiß. Ob mir das hier alles so gefallen soll, ich weiß ja nicht. Ja, das war gut, Alice. Super Leistung. Ganz ehrlich. So. Aufwärts, bitte, hopp. Bitte aufwärts. So.
Nein, das war blöd. Ach, Alice. Hallo, Messer, Messer. Hallo, Alice, Messer. Wieso holst du jetzt dein Messer nicht raus? Was ist denn jetzt schon wieder los, Alice? Wieso kann ich nicht mehr messern? Hallo? Jetzt, danke. Ich hab die Arme, die du brauchst. Nun, genau genommen, die der Hutmacher braucht. Ach, egal. Ich werde dich zerquetschen. Industry heißt. So, ist jetzt die Frage. Was jetzt? Er will mich zerquetschen. Kühl ab. Nimm das! Die Zeit für Alternativoptionen ist jetzt vorbei. Du kommst nicht an mich ran. Nein, keine Chance. Ein neuer Anführer, der Siebenschläfer. So, das haben wir ausgeschaltet. Das haben wir ausgeschaltet. Okay. Nein, da schießt es. Das ist doch doof. So.
Okay, jetzt kann ich dagegen schießen. Und ich habe hier trotzdem nur 15 FPS. Das ist irgendwie... Man sollte auch treffen. Aber erstmal will ich da hinten die Krüge zerstören. Und ich beende jetzt hier die Folge. Weil die letzte Mal so lang geworden ist. Und da breche ich jetzt hier mitten im Bosskampf oder was das hier sein soll. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Herr Mango. Bye bye.